and welcome back. You did not miss anything? I just came back to the grave. Seriously. Hörst du irgendwas? Hä? Keine Maschinen. Keine Geräte. Suchen wir diesen Waffenschmied. Vielleicht ist er jetzt oben. Booker, da. Der Schrein. Jetzt ist er eine Figur von Comstock. Lin? Chen Lin? Verzeihung, Chen Lin? Wer seid ihr? Sprechen lauter! Lauter! Ich nichts hören bei dem Lärm hier! Sehr laut! Ich bin Booker DeWitt. Zurück! Diese Maschinen sehr gefährlich! Warten unten bei Mrs. Lin! Daisy Fitzroy schickt uns. Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen. Maschinen sehr gefährlich! Kein Ort für Dummköpfe! Wollen hübschen Kopf verlieren? Mr. Lin! Unten! Was hat er denn nur?
wie er da tot in der Zelle lag. Vielleicht erinnert er sich irgendwie daran. Wie würdest du das verarbeiten? Ich weiß nicht. Heile meinen Mann. Beruhige seinen Geist. Verzeihung, Ma'am. Ich suche nach Mrs. Lin. Ich bin Mrs. Lin. Nein, ich meine eine kleine Chinesin. Sie war... Booker, das ist Mrs. Lin. Sie haben Chens Werkzeuge. Was ist er ohne seine Geräte? Nun, ihr Mann ist etwas durcheinander. Wenn er wieder arbeiten könnte, ja dann, vielleicht... Mrs. Lin, wissen Sie, wer die Geräte Ihres Mannes hat? Verdammte Polizei! Hat alles mitgenommen und weggesperrt. In der Verwahrstelle in Shantytown. Hat sie recht? Würde es ihm helfen, seine Geräte wiederzukriegen? Wen juckt's? Wenn Chen Lin seine Werkzeuge nicht hat, kriegen wir keine Waffen. Wir müssen nach Shantytown. Hast du bemerkt? Lin hatte Nasenbluten. Scheint in Mode zu sein. Dieser Riss. Ob das so eine gute Idee war? Liefern. Die Beherrschung liefert Entlastung, Geliebte. Falls du Fragen hast, nur zu. Fragen worüber? Meinen Finger. Ich, sorry. Schon okay. Ist mir genauso ein Rätsel wie allen anderen. Vielleicht weiß Songbird Bescheid, aber der spricht nicht. Hey, tut mir leid. Wieso? Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Angeblich der letzte Schrei in Paris. Los. Geht klar. Öffne ihn. Geht
Ich glaube, da drüben ist ein Lockpick. Du hältst mich wohl für so eine Art Freak. Ein Mädchen, das Tote aufwecken kann. Dessen einzige Bekanntschaft ein riesiges Vogelwesen ist. Ich muss lächerlich wirken. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück, auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was habe ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst? Gut. Ihr sollt so hungern, dass die Kraft nur zum Betteln reicht. Ihr sollt so unwissend sein, dass ihr eure Probleme nicht lösen könnt. Ihr sollt hinter dem allmächtigen Silver Eagle herlaufen, um alles kaufen zu können, was sie euch andrehen, um euch klein zu halten. Aber Daisy Fitzroy sagt... Fink ist schuld am Zustand dieser Leute. Und zwar schon sehr... Vielleicht hat Daisy recht. Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen. Aber erst bezahlt sie uns. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Hau ab, du Penner! Ein Lockpick sollten wir mitnehmen. Brauchen wir Geld? Du Dieb, verdammte! Becker, hier, das wird helfen! Mein Henk hat seine Stelle bei Fink verloren und sie haben uns alle gekündigt. Schlagfeste zu! Das Ding kriegt kaum eine Delle, verdammt! Ich hab Hunger, Bill! Booker, da drüben ist ein Lockpick! Weiter.
verstehe das nicht. Warum werden manche wie Menschen behandelt und andere wie Tiere? Unten gibt es jede Menge Orte, wo es ganz genauso abläuft. Wie bei Wounded Knee. Ja, wie bei Wounded Knee. Die Verwahrstelle. Wir müssen an der ganzen Armee vorbei, um an die Geräte zu kommen. Wir haben ihn zertreten wie eine Laus und haben uns seine Geräte geholt. Mit euch klar, Soldaten. Die Vox und... Das sind sie! Bären fallen entlang der Skylines aufgestellt. Wollte einen von ihren Blutern bluten lassen, bis er sie verpfeift. Aber sie nehmen jetzt natürlich Kinder als Kuriere. Jetzt ist da dieser
Indianerknirps und sieht mich mit großen Augen an. Das verdammte Ding liegt ja einfach zwischen uns rum. Wenn er wenigstens heulen würde oder irgendwas. Versuch Nachschub zu liefern. Los, wach! Aber klar. Wach! Kommt! Öffne ihn. Aber klar. Kriegst du das geknackt?
sieht einfach aus. Yeah. So. Phew. Na dann. Geht klar. Endstation für dich. Na dann? Fertig. Na dann? Hier. Da sind sie, die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Mhm. So, Elizabeth? Sieht einfach aus. Ja, ja, it's easy. Geschafft. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht.
Was ist das? Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums, ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind... Dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Booker, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Mach. Tja, das hat irgendwas bewirkt. Los, gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff. Weg von hier. Booker, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen. Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen, was kommt. Aber die fetten Bären mit ihren Bäuchen voller Honig, tja, die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Wir gehen nach Emporia. Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Erreicht. Man kann etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten. Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. Yeah.
Sache, DeWitt! Der Held der Vox! Verdammt, was reden die da? Sieh mal das Plakat. In dieser Welt bist du ein Held. Ich weiß noch, ich führte die Vox. Ich, Slate und ich brannten die Hall of Heroes nieder. Booker, deine Nase. Sie blutet. Ich kann kaum denken. Ich habe zwei Erinnerungen an dieselbe Booker, Sache. Booker, komm zurück. Wir finden Daisy Fitzroy. Wir verschwinden von hier mit der First Lady. Los, komm. Alright. I guess I'll make another cut here. Oh, this game is getting pretty weird right now. Warst du ein Märtyrer? Diese Leute okay, brauchen next loading screen, I will make a cut. Genau betrachtet, so we can do a fresh start on the next episode. It's really weird so far. Alright, see you guys. Bye bye.